mitreißenden 5 Fragen. Drei Fragen. 3 Fragen. Derjenige, der diese 5 Fragen richtig beantwortet, drei Fragen, der darf sie sicher überqueren. Und wenn man eine Frage falsch beantwortet? Dann wird man in die Schlucht der ewigen Gefahr geschleudert. Oh, schrecklich, schrecklich, schrecklich. Wer soll die Fragen beantworten? Sir Robin. Ja? Tapferer Sir Robin, ihr geht. Hey, ich habe eine viel bessere Idee. Warum soll Lancelot nicht gehen? Ja, lasst mich gehen. Ich halte euch den Rücken frei. Ich umzingle ihn. Ich mache einen Scheinangriff nach Nordosten. Nein, so nicht. Das ist unser nicht würdig. Beantwortet ihr nur die 5 Fragen? 3, Sir. Die 3 Fragen nach bestem Wissen und Gewissen. Und wir werden hier abwarten und beten. Ich verstehe, mein Lehnsherr. Viel Glück, tapferer Sir Lancelot. Gott sei mit euch. Stopp! Wer über die Brücke des Todes will gehen, der muss 3-mal Rede und Antwort stehen. Dann darf er die andere Seite sehen. Stellt eure Fragen, Wächter der Brücke. Ich fürchte mich nicht. Wie lautet dein Name? Mein Name ist Sir Lancelot von Camelot. Welches ist dein Auftrag? Die Suche nach dem Heiligen Gral. Welches ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Alles richtig, du kannst gehen. Oh, danke. Vielen herzlichen Dank. Das ist leicht. Lass mich mal durch. Stopp! Wer über die Brücke des Todes will gehen, der muss 3-mal Rede und Antwort stehen. Dann darf er die andere Seite sehen. Stellt eure Fragen, Wächter der Brücke. Ich fürchte mich nicht. Wie lautet dein Name? Sir Robin von Camelot. Welches ist dein Auftrag? Die Suche nach dem Heiligen Gral. Wie heißt die Hauptstadt von Assyrien? Keine Ahnung, da war ich noch nicht. Stopp! Wie lautet dein Name? Sir Galahad von Camelot. Welches ist dein Auftrag? Die Suche nach dem Gral. Welches ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Nein, gelb. Ah! Ich bin doch fort! Stopp! Wie lautet dein Name? Er lautet Artus, König der Briten. Welches ist dein Auftrag? Die Suche nach dem Heiligen Gral. Welches ist die Höchstgeschwindigkeit einer unbeladenen Schwalbe? Was meint ihr? Eine europäische oder eine afrikanische Schwalbe? Hä? Ich, keine Ahnung. Woher wisst ihr eigentlich so viel über Schwalben? Sowas muss man wissen, wenn man König ist, Sir.